So, Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen in den Heiligen Hallen. Wir werden heute mit dem Pascal seinem Camper-Umbau weitermachen, werden da mal ein bisschen Saft aufs System bringen. Und dafür hat uns die Firma Wattstunde jede Menge Komponenten zur Verfügung gestellt. Wir haben hier einmal Solarplatten, Bordnetzbatterie, diverse Steuergeräte und Kabelsätze. Und wie wir das Ganze verbauen, das seht ihr jetzt. Das war mal eine Einleitung, oder, Freunde? Ja, der ging hier. So, Kollegen. Heutigen Akteure hier, Pascal selbst natürlich, ne? Dann hier der Norm und der liebe Nico. Servus. Haben uns hier mal so zwei Elektro-Experten beigezogen, ne? Weil wir ja von Strom selber nicht so viel Ahnung haben, würde ich sagen. Ihr auch nicht, gell? Aber schon, nee. Schon mal mehr wie wir. Learning by doing heute. Ja, die Kollegen haben sich jetzt hier nicht spezialisiert, jetzt hier so ein Fahrzeug auf autark umzubauen. Allerdings können sie was mit Plus und Minus anfangen und werden uns bei dieser Reise hier ein bisschen unterstützen. Ja, und damit ihr das Ganze auch versteht, was wir jetzt hier alles für Komponenten haben, wie wir die verbauen, würde ich sagen, hat der Nico hier schon mal so einen kleinen Plan vorbereitet, ne? Der ist noch in Vorbereitung. Und da können wir euch dann mal so ein bisschen aufzeichnen, wie mit oder was mit welchem Teil verbunden wird und wie das Ganze dann letztendlich funktioniert. Ja, wir können ja mal kurz auf die Komponenten eingehen. Wir haben hier einmal zwei Solarplatten, ungefähr in den Maßen 1 Meter mal einen halben Meter breit, jeweils mit 125 Watt, also zusammen 250 Watt. Dann haben wir hier einmal eine Bordnetzbatterie. Das Ganze ist Bluetooth gesteuert, hat 200 Amperestunden. Dann haben wir hier noch einen Wechselrichter, Steuergerät für Solarplatten, Steuergerät für Generator, diverse Kabeldurchführung, Temperatursensor für die Batterie. Das Teil hier wird unser Strom überwachen. Das heißt, das zeigt uns dann letztendlich auf der App an, wie viel Strom wir gerade verbrauchen. Dann haben wir hier nochmal zwei Hochvoltverbindungen, einen Sicherungskasten und noch andere diverse Kleinteile, wo wir jetzt aber nochmal genauer darauf eingehen werden. So, die ganzen einzelnen kleinen Komponenten wie die Steuergeräte und so weiter und so fort müssen wir natürlich im Bus irgendwo verbauen, deswegen hat der Pascal da auch schon was vorbereitet. Wir nehmen da jetzt quasi einmal hier diese Wandverkleidung unter seinem Schlafgemach. Ist eine ganz normale MDF-Platte. Wie stark ist die ungefähr? 2 Zentimeter stark. Hat wahrscheinlich unser lieber Freund Albert Lohse ausgefräst und vorbereitet, ne? Ja, und da werden wir jetzt unsere ganzen Komponenten schon mal anbringen und verbauen. Deswegen müssen wir das Ding jetzt nochmal austun. Nico, zeig mir nochmal den Schlafzimmer, das ist süß. Also der Nico hat schon mal Hausaufgaben gemacht und hat er hier schon mal einen groben Schlachtplan aufgestellt. So sieht das Ganze jetzt schön aus. Wir werden euch anhand dieses Beispiels dann quasi erklären, wie wir die ganzen Komponenten miteinander verbinden werden. Ladies and Gentlemen, sind wir wieder. Die Kollegen haben hier mittlerweile alle Komponenten oder fast alle Komponenten. Fast alle Komponenten aufgebracht. Der Pascal, du hast vorhin hier nochmal mit Klepperband alles abgeklebt, ne, wo Bestrebungen waren und so. Ja. Also wo wir quasi von hinten nicht mit den Kabel durchkommen und je nachdem haben wir das dann positioniert, wo wir jetzt quasi hier die Kabel durchführen konnten. Ja, das haben hier die zwei Kollegen gemacht, deswegen kann ich hier gar nicht so viel erzählen. Was ist was? Warum ist das da und wie habt ihr das verkabelt? So, können wir ein bisschen näher drauf eingehen. Also das Modul hier macht aus der Solarspannung, die von der Solarzelle oben runterkommt, das sind ja dann um die 200 Volt Gleichspannung, dann 12 Volt für die Batterie, um die zu laden. Ja. Mehr gibt es dazu eigentlich schon gar nicht zu sagen. Das ist dann die eine Möglichkeit, um die Batterie aufzuladen, was die Solarzelle macht. Ja. Dann haben wir den Charger. Ja. Das Gerät merkt, ob der Motor läuft oder nicht. Wenn der Motor läuft, sagt er, okay, jetzt kann ich die Bordbatterie aufladen, also die Batterie, die Lithium-Ionen, die hier hinten noch platziert wird. Dann läuft der Motor nicht, sagt er, jetzt wird nicht mehr geladen, weil dann würde der Charger ja dann die Standardbatterie leer ziehen. Das Signal kriegt er, wenn er Strom kriegt vom Generator. Ganz genau. Wenn der Generator läuft, sagt er, jetzt ist der Moment, wo wir die Bordbatterie mit aufladen können. Ja. Jo, und das sind diese Busbars, wo einfach die Signale bzw. die 12 Volt verteilt wird. Jetzt müsste man das ja alles irgendwie auf eine kleine Klemme bringen. Ja, also ist das eigentlich schön gelöst. Die Plusseite und das ist die Masseseite, genau. Die ist dann auch wieder fest mit dem
mit der Fahrzeugkarosserie verbunden. Ja. Muss ja jede Masseleitung sozusagen mit der Karosserie verbunden werden. Das hier ist noch das kleine Gimmick, was du auch schon gesagt hast, Johannes. Dieser Shunt, ja, um den Strom zu messen. Da ist vielleicht ein bisschen drauf zu achten, dass man den richtig anschließt, weil wenn du den jetzt zum Beispiel über die Karosseriemasse überbrückst, dann würde er nie was messen, weil der ganze Strom über die Karosseriemasse fließt. Ja. Es ist wirklich so gebaut, dass alle Verbraucher, die jetzt am Bord dranhängen, also hinten in der Kabine, in der Wohnkabine, dass nur diese Verbraucher auch hier an dieser Busbar dranhängen, ja, damit dann hier der Strom gemessen werden kann. Ja. Das ist nochmal eine kleine Sicherung von der Batterie. Also die 12 Volt kommen von der Batterie, werden hier abgesichert und gehen dann hier drauf. Von der Zusatzbatterie? Von der Zusatzbatterie, genau. Ja. Ich rede immer nur von der Zusatzbatterie. Ja. Genau. So, und das ist der Wechselrichter. Hast du ja auch schon kurz was dazu gesagt vorhin. Was ich bei dem ganz cool finde, ich weiß aber nicht, ob das bei allen Wechselrichtern so ist. Der hat so eine Netzerkennung. Also der Wechselrichter merkt, hänge ich jetzt am Landnetz oder an der 12-Volt-Batterie. Also ich weiß gar nicht, ob ich schon was erwähnt hatte. Auf jeden Fall ist das das Gerät, wo ich quasi mein Fahrzeug oder Pascals Camper mit bestromen kann, mit Landstrom. Das heißt, er zieht dann den Strom nicht von der Batterie, die wir jetzt nachgerüstet haben, sondern aus der Steckdose bei Campingplatz XY. Wenn du am Landstrom hängst. Genau. Wenn du nicht am Landstrom hängst, macht er aus den 12 Volt die normalen 230 Volt. Auch wenn der Pascal autark unterwegs ist. Ja. Also der funktioniert in beide Richtungen. Das finde ich eigentlich ganz cool bei dem Ding. Ja. Wenn er am Landstrom hängt, kann man seine 230 Volt Verbraucher über ihn direkt vom Landstrom verbrauchen oder benutzen. Ja. Und zusätzlich lädt er die Batterie noch mit auf. Also mit dem Setup hat der Pascal jetzt die Möglichkeit, über drei Wege sozusagen seine Lithium-Ionen-Batterie zu laden. Einmal über Solar, über den Charger, also über den Generator, oder eben über den Wechselrichter. Ja. Ist eigentlich eine coole Sache, finde ich. Kann man das auch noch mal irgendwie ein bisschen unkompliziert erklären? Ich habe einen super Schaltplan gezeichnet. Der ist fast noch ein bisschen besser als der erste. Ja, ich habe das versucht mal bildlich ein bisschen darzustellen, so wie das Setup hier auch auf der Platte ist. Ja. Und hier sieht man eben einfach noch mal, das sind die Solarpanels auf dem Dach, die dann mit dem, also einmal die Plusseite, einmal die Masseseite, ja, mit dem Solar-Charger-Control verbunden wurden und dann eben direkt auf die Plus-Busbar, um hier aufzuladen. Dasselbige, das soll die Starterbatterie darstellen, also vom Generator, geht auf diesen Charger und geht auch zur Busbar, jeweils Plus und Masse. Hier ist die Sicherung dargestellt, einfach die Verbindung von der Batterie über die Sicherung zur Busbar. Ja. Und das Ganze natürlich dann über den Sicherungsblock, wo dann die ganzen kleinen Verbraucher dranhängen, wie die Wasserpumpe, was weiß ich, was man alles so braucht, Beleuchtung. Ja, eigentlich mega simpel, wenn man es jetzt hier so auf Papier sieht. Ich sag mal, man muss jetzt kein High-End-Elektroniker sein, um das Setup, was wir jetzt hier von Wattstunde bekommen haben, aufzubauen. Ist auch alles gut beschrieben eigentlich in der Anleitung. Ihr habt das wahrscheinlich der Beschreibung entnommen, alles. Richtig. In den Beschreibungen ist ein bisschen immer, also alles einzeln beschrieben. Also jetzt so ein kombiniertes Setup haben wir jetzt nicht gefunden, wo jetzt Wechselrichter, Solar und der Charger vom Generator gemeinsam zusammen in einem System sind. Aber jedes einzelne System für sich ist wunderbar beschrieben und dann muss man es eigentlich nur noch zusammenführen. Ja, also sozusagen die ganzen Komponenten an der Seitenwand jetzt verschraubt und verkabelt. Die Kabel hängen jetzt hinten quasi an der Rückseite dran. Das wollten wir nicht zeigen. Danke, Johannes. Naja, was heißt, wollt ihr das nicht zeigen? Ich hab. Wenn das nicht meinen Kopf hier so runtergeneigt hat, hab ich schon an der allgemeinen Grundstimmung hier im Raum gemerkt. Bleib über Tisch, Fräulein. Naja. Man hätte das jetzt natürlich noch mit professionellen Haltern schön befestigen können. Genau. Das machen wir ja dann noch. Aber man muss dazu sagen, ne? Guckt euch um. Elektronik hier, ne? Komplettes Chaos zerstreut. Dachgepäckträger nicht fertig, nichts ist fertig. Wir haben heute Dienstag und nächste Woche will der Typ nach Paris fahren. Jawohl. Mit dem Zug. Ja, soweit sind wir damit jetzt quasi fertig und genau. Wo machen wir die Party weiter? Das Ding, wir würden jetzt anfangen, die Solarleitung vom Dach oben im Camper zu verziehen und die zwei Kabel, die von der Batterie noch, von der Generatorbatterie zu den Charger müssen. Das war es dann eigentlich. Also müssen wir jetzt vorne an die Hauptbatterie. Genau. Müssen irgendwo durch die Spritzwand, durch den Innenraum, Richtung Ich glaube sogar beim Krafter sitzt die Batterie unter dem Fahrersitz, wenn man in Paris Deutsch.
müssen wir gar nicht durch die Spritzwand durch. Ja, das geht, denke ich mal, und die Solarpanel, die dann da, gut, das müssen wir gar nicht warten, bis der Pascal die oben montiert hat. Die Luft, die Kabeldurchführung hast du schon oben drin, gell? Ja. Na, da können wir da schon das Kabel durchziehen. Dann schauen wir mal, ob es brennt oder nicht. Ja, ihr habt, also nächster Step, das Ding hängen wir jetzt noch nicht rein, wir machen jetzt erstmal die ganze Kabel. Wir wollen jetzt die Kabel verziehen von innen. Solarzelle und von der Batterie. Genau. Dann hat das Kabel gestern noch ein Loch in die Seitenwand gebohrt. Das ist jetzt quasi die Verbindung, wo man jetzt hier unseren... Kann ich das schon aufklappen, Pascal? Ja, das ist irgendwie... Ah, ich hab's schon hingekriegt. Da kann der Pascal jetzt den Landstrom auf dem Campingplatz anstöpseln. Genau. Und ist dann sozusagen über den Wechselrichter versorgt. Genau, und dann hat er zusätzlich noch oben am Dach schon mal die Dachdurchführung installiert. Boah, riecht das Ding nach Zwiebel. Alter, übelst, ne? Dieses übelst Brötchen und Zwiebel, keine Ahnung, Zeug. Was war hier los? Ja, hier ist die Dachdurchführung. Hat er Pascal mit Scheibenkleber einfach eingeklebt, eingedichtet. Und da können wir jetzt quasi die Kabel durchziehen für die ganz genau Solarplatte. Was ich gerne noch mal kurz zu den Solarmodulen sagen würde. Ja. Das ist mit den Dingern nicht zu spaßen, weil sobald die Dinger ans Tageslicht kommen, produzieren die Strom bzw. Spannung. Nicht grundlos, hier sind gekapselte Stecker dran. Ja. Also wenn irgendjemand das auch macht, auf keinen Fall den Stecker irgendwie abschneiden, abisolieren, damit man den schön durch die Dachbox bekommt oder durch die Dachdurchführung, ja. Weil da herrscht wirklich Lebensgefahr. Dann beispielsweise ein schöner Sommertag, die Dinger liegen draußen, dann machen die ihre volle Leistung und dann sind wir hier bei 125 Watt. Klingt erstmal nicht viel, aber es sind 100 Volt, die pro Platte kommen. Und die tun schon ein bisschen weh. Siehst du? Genau. Mir hätte es wahrscheinlich weh getan. Ja, dann ziehen wir mal die Strippen für die nicht. Genau. Ja, es. Mit den Platten, mit denen nicht zu spaßen ist, sag es mal so. Und los. Mit den nicht lustigen Platten. Und wollt's nicht sagen, ne? Ja? Wollt's nicht sagen. Nee, ich bin der stille Beobachter. Stille Beobachter. Das kann halt heute ein bisschen schnupfen. Das sind die nicht gewohnte jungen Kids, weißt du, wenn die bis die Nacht um zwei schrauben müssen. Dann waren die dann krank. So, Kollegen, wir haben mittlerweile unsere Komponentenwand hier eingebaut. Befestigt haben wir das Ganze wie üblich, wie das Bettgestell auch, mit Einziehmuttern einfach im Rahmen. Und das dann verschraubt. Der liebe Norm und der Nico haben derweil, oder was heißt derweil? Ihr habt ja eigentlich alles gemacht, ne? Bis hierhin, ja. Die Strippen gezogen von den Solarplatten oben vom Dach. Also da ist ein fertiger Kabelsatz dabei gewesen, gell? Genau, wir haben lediglich den fertigen Kabelsatz nochmal in so ein Schutzrohr reingezogen und haben den dann über die komplette Strecke bis hoch zum Dach hier runter in die Platte gelegt. Da sich auch vielleicht ein bisschen Zeit nehmen und darauf achten, weil durch die Fahrzeugvibration, nicht, dass es dann doch mal irgendwo was aufscheuert oder so. Ja, ja, ja. Das geht zwar richtig nicht schön, sag ich mal so. Du darfst richtig beschissen sagen. Geht zwar richtig beschissen, aber ich glaube, die Mühe lohnt sich da an der Stelle, sich Zeit zu nehmen. Bevor wir dann wieder hier die ganze Wandverkleidung irgendwann runterreißen müssen. Ja, einmal Kabel verlegt, Solarplatten vom Dach bis hier runter an unsere Steuerung. Dann haben wir zusätzlich noch die Fahrzeugbatterie nach hinten verlegt. Hat hier einmal ein Plus- und Minuskabel, was nach hinten wandert. Hier extra nochmal mit der Sicherung abgesichert. Auch nochmal extra durch so ein Wellrohr geschützt. Geht jetzt hier hinten raus. Kommt hier hinten irgendwo raus, ne? Genau, dass wir dann im finalen Ausbau noch ein bisschen verstecken. Liegt im Rahmen und ist jetzt wo angeschlossen? Liegt im Rahmen und geht dann direkt hier zu dem Charger. Genau. Also das orange und das schwarze Kabel kommen jetzt genau hier raus. Und das vom Solar oben vom Dach kommt hier raus. Wie wir ja vorhin schon erklärt haben, was wo angeschlossen wird. Ja, dann habt ihr die Zusatzbatterie noch installiert. Das ist der finale Platz für das Teil, oder? Ja. Soll er werden, ja, genau. Das kommt dahin. Ja. Genau. Habt ihr jetzt hier noch so einen Behälter angeschraubt an die Bodenplatte und das hier mit einem Spanngurt verzurrt? Ja, hier ist nochmal dieser. Genau, das kleine Gerät, da haben wir vorher noch nichts dazu gesagt. Und zwar ist der einfach, der wird außen an die Batterie angeklebt und der misst quasi die Temperatur in der Batterie, um eine gewisse Tiefentladung, und die Lithium-Ionen-Batterien sind ja generell sehr anfällig, was Temperaturunterschied angeht. Und die ist einfach nochmal dazu da, um das zu überwachen. Und überwacht wird das Ganze dann über die App. Genauso auch wie diese beiden Komponenten. Ist ja alles über Bluetooth mit der App verbunden. Aber die App, da gehen wir später drauf ein, wenn dann final der Dachträger drauf ist, hätte ich gesagt.
Genau. Deswegen haben wir jetzt den Dachdeckgepäckträger noch drauf, der liegt da hinten schon bereit mit den beiden Solarzellen. Mal gucken, ob das alles so passt, Pascal, ja, ob du das schön angefertigt hast. Dann können wir die Solarplatten anstecken, sind ja oben die zwei Stecker sind ja vorbereitet, einfach nur noch ganz anstecken, genau. Ist da keine Hexerei. Das können wir jetzt auch nochmal kurz zeigen und dann. Ach ja, Pascal, hier machen wir dann natürlich noch diese Abdeckung, die kommen hier noch drauf, ganz einfach um den Berührungsschutz zu generieren, ne? Weil hier liegt der jetzt 12 Volt Potenzial offen da. Ja. Das machen wir dann natürlich noch ab, decken wir dann natürlich alles noch ab. Also hier kein Flacheisen drauflegen. Halt mich vor. Kein nasses Handtuch drüber hängen. Wenn dir nachts mal kalt wird, legst du hier eins drauf einfach. Ach ja, und das könnte man vielleicht noch sagen, den Ausgang vom Wechselrichter, den haben wir jetzt einfach da vorne auf zwei Steckdosen verlängert, damit er nicht immer hier hinten hin muss. Ja, dann. Also habt ihr nochmal zwei ganz normale Haushaltssteckdosen? Zwei ganz normale Haushaltsaufbruchsteckdosen erstmal hier hingemacht. Aber das ist ja noch nicht der finale Ausbau, gell Pascal? Nein. Das ist jetzt nur erstmal für den ersten Trip nach Paris. Und hier nochmal ein extra Sicherungskasten. Genau. Das ist jetzt aber erstmal nur für den ersten Trip. Pascal ist ein bisschen hingebaut und dann. Pascal kann es nämlich wieder nicht erwarten, mit dem Ding schon losziehen. Ne? Genau. Muss hier wieder alles innerhalb von einer Woche passieren. Ja. Ja. Alles gut gemeistert, Jungs. Komm. Ja, aber ich finde es ganz gut, dass man es vielleicht erstmal so auf einem geringen Ausbau testet, das Ganze. Ja. Vielleicht stellst du ja dann auf deinem Trip irgendwelche Sachen fest, die du vielleicht anders gerne oder gerne lieber anders hättest. Und dass man das dann nochmal nachträglich ändern kann. Genau. Ja. Hier haben wir jetzt noch, weil du gerade hier schön auf den Kabeln stehst, Johannes. Hier haben wir noch zwei Stecker verbaut. Einmal für die Pumpe, die dann hier an den Wassertank kommt. Ja. Und der Pascal wird, glaube ich, hier erstmal, ne, den Kühlschrank hinstellen. Genau, genau. Da kann dann auch der Kühlschrank angeschlossen werden über die 12 Volt. Oder ich glaube, der kann auch 230 Volt, gell? Ja. Könntest du dann auch über diese Steckdose dranhängen. Genau. Also beide Setups sind. Spearship Crew Manners ist immer positiv. Das ist gut. So, hier haben wir den Dachgepäckträger. Da haben wir einmal die Stecker noch von unseren Solarzellen. Das ist wahrscheinlich keine Hexerei. Die werden dann oben einfach. Das sind im Lieferumfang oder von dem Setup, was uns Wattstunde bereitgestellt hat, sind zwei solche Y-Stecker dabei. Sind auch kodiert. Also man kann es eigentlich nicht verpolen, man kann nichts falsch stecken. Weil dann das, was jetzt oben auf dem Dach rausguckt, passt dann auch wieder nur genau hier dran. Ja. Ist einmal Buchse, einmal Stecker, einmal Plus, einmal Minus. Also werden die sozusagen erst miteinander gekoppelt. Ganz genau. Gehen die auf den Y-Stecker ins Fahrzeug rein. Richtig. Das müssen wir dann noch schön versteckeln oben auf dem Dach. Ja. Gut, dann würde ich sagen, bauen wir das Ganze jetzt mal drauf und gucken, wie das Ganze oder ob das Ganze überhaupt funktioniert. Ja. Mit der App. So, Ladies and Gentlemen, die kompletten Stromverbraucher inklusive jetzt auch der Solarzellen oben auf dem Dach sind jetzt installiert. Da vorneweg nochmal vielen lieben Dank an den lieben Norm und an den lieben Nico, die sich hier die letzten 3-4 Tage extremst den Arsch aufgerissen haben. Dankeschön, Jungs. Bis die Nacht um 2, dass der Pascal morgen schon? Morgen, ja. Sonntag. In den Urlaub fahren kann mit dem Gerät. Aber das Ding ist halt auch, sag ich mal, das haben sie wieder in einer ganz kurzen Zeit. Also das ganz, kurzen Zeit, das Sim, aber das ist wieder gepackt, gell? Das stimmt. Ja, Sassi ist zu laut, noch ist es nicht fertig. Das stimmt, ja. Man muss hier noch das Bett rein und so weiter und so fort. Ja, darum geht es jetzt aber nicht. Jetzt geht es erstmal um den Strom und da wollten wir euch ja nochmal zeigen, wie wir das Ganze jetzt überwachen können mittels einer App. Also, da gibt es einmal von der Firma wattstunde.de eine App. Da sieht man jetzt quasi, wie viel Prozent Ladestatus unsere Batterie gerade hat. Das sind momentan nur 15%, weil man das im Zuge der Umbauarbeiten hier ganz schön überstrapaziert haben und ganz schön leer gesaugt haben. Ja, dann gibt es noch eine Victron Connect App. Da drin sind quasi die ganzen Komponenten aufgeführt, die wir jetzt hier verbaut haben. Einmal das Steuergerät für unseren Generator, einmal das Steuergerät für die Solarzellen. Dann haben wir noch den Smart Shunt. Das ist das Gerät hier. Das misst jetzt quasi die ganzen Stromverbraucher, wie viel Strom wir gerade produzieren, wie viel Strom wir gerade verbrauchen und so weiter. Ja, da würde ich sagen, gehen wir jetzt erstmal direkt einfach in die Solarzelle rein. Die Sonne brät gerade sehr, 230 Watt. Das ist schon ordentlich. So, dann können wir jetzt nochmal da rausgehen und können in unseren Smart Shunt gehen hier. Da sehen wir nämlich quasi alles, was wir gerade an Strom produzieren und verbrauchen. Momentan haben wir hier eine Leistung von 177 Watt. Also das ist jetzt nur das, was die Solarzelle bringt, abzüglich hier drinne unseres Wechselrichters, weil der zusätzlich auch noch ein bisschen Strom verbraucht. Wenn ich den jetzt sozusagen mal abschalten würde, würde man dann sehen, dass das hier dann deutlich ansteigt. Oder in dem Fall abfällt, weil ich ihn nämlich gerade angeschaltet habe. Jetzt haben wir deutlich weniger Leistung, die hier produziert wird. Und jetzt mache ich das Ding aus. Und jetzt haben wir wieder mehr Leistung da.
So, wenn wir jetzt zusätzlich das Fahrzeug noch starten würden, würde der Generator, vorausgesetzt, wir haben hier eine niedrige Spannung anliegen, zusätzlich auch noch produzieren. Was er jetzt in dem Fall gerade nicht macht, weil unsere Solarzelle noch genug produziert. Dann könnt ihr mal direkt in den Generator reingehen. Doch, gerade jetzt Leder. Bulkladung, jetzt gehen wir nochmal zurück in den Smart Shunt. Genau, jetzt produzieren wir zusammen mit dem Generator von vorne und der Solarzelle gerade im Moment 440 Watt ungefähr. Wenn wir das jetzt ausschalten würden, der Generator lädt dann nicht mehr mit. Das dauert jetzt wahrscheinlich ein bisschen, bis das abfällt. Ja, jetzt siehst du, jetzt haben wir nur noch 47 Watt, was jetzt gerade die Solarzelle bringt, weil es halt bewölkt ist, ja. Weil es halt gerade bewölkt ist. Ja, ist alles wunderbar und schön übersichtlich, wie gesagt, was wir hier gerade an Strom produzieren oder an Strom verbrauchen. Ja, dann hat der Pascal ja hier zwei Stecker drin in diesem Wechselrichter, ne? Also hier können wir jetzt quasi mit Verbrauchern dran gehen. Du hast jetzt in dem Fall Verbraucher angeschlossen in Form von Steckdosen. Das heißt, du kannst hier hinten in der Ecke nicht viel anfangen mit den Steckdosen und hast dir das hier vorne hingesetzt und quasi kommt dann der Strom jetzt hier vorne im Pascal seiner Küche raus. Ja. Also ist alles immer spartanisch, wie gesagt. Das wird alles nochmal dann hier vorne umgebaut. Das ist nur für die Reise jetzt. Ja, die Steckdosen zusätzlich, haben wir ja glaube ich auch schon erklärt, sind hier nochmal zusätzlich abgesichert. Und wenn der Pascal jetzt doch hier hinten steht und das hier alles zugebaut ist und er will jetzt mal schnell, keine Ahnung, seinen Rechner oder sein Handy hier schnell laden, kann er das auch kurz hier rausziehen, steckt das hier direkt in den Wechselrichter rein, kann dann hier von hier hinten auch sein Handy laden. Also gar kein Thema. Ja, so viel zum Strom. Ich denke, das war ausreichend und einigermaßen verständlich erklärt. Dann hat uns das sehr gefreut, dass ihr wieder eingeschaltet habt, Kollegen. Und du darfst, hast die Ehre, das Video zu beenden heute, Pascal. Hä? Ich? Bist wieder verfordert jetzt. Ja. Das machst du mal schön, Johannes, du bist ja mehr. Ja, in erster Linie erstmal vielen lieben Dank an die Firma Wattstunde.de, die uns hier viele Komponenten zur Verfügung gestellt hat. Wir werden da auch nochmal die Produkte in der Beschreibung unten aufführen, die wir jetzt hier verbaut haben. Nochmals vielen lieben Dank an den lieben Nico und den lieben Norm, die uns hier tatkräftig unterstützt haben, das Ganze zu installieren und zu verbauen. Ja, das war es eigentlich schon meinerseits. Von mir natürlich auch danke. Wie gesagt, wie immer, nicht vergessen, das Glöckchen zu aktivieren, zu abonnieren, eurem Nachbarn Bescheid zu sagen, dass wir jetzt hier richtig Saft im Pascal seinem Klemper haben. Mega. Dann ciao, bis zum nächsten Mal.